Moin Moin Leute und willkommen zum neuen Video. Und wie im letzten Video schon angekündigt, machen wir bei Sebastian noch ein Video. Und zwar hat er ein richtig geiles Winterangebot aktuell. Das zeigt euch jetzt nochmal. Es geht um 125er Bikes. Vielleicht kriegt ja der ein oder andere zu Weihnachten was Schönes, zweirädiges von seinen Eltern oder will sich was kaufen. Und so kann er nochmal ein paar gute Euros sparen, sag ich einfach mal. Fantic Supermoto als Competition-Version. Haben wir noch ein bisschen was stehen, also wir haben jetzt einen Block aufgekauft von Fantic, 22er Modelle, haben das 23er Modell und kriegen nächste Woche schon die 24er Modelle geliefert. Fantic hat jetzt, um die Zulassungszahlen so ein bisschen zu pushen, gerade eine Aktion, dass die 500 Euro auf den Listenpreis geben. Wir erhöhen das Ganze auf 600 Euro auf den Listenpreis, ziehen wir euch ab, dann sind wir beim neuen 23er Modell bei 5.150 Euro. Beim 22er Modell, was ich auch meiner Meinung nach, ich finde es hübscher, ja, weil das Heck halt schön spitz geschnitten ist im Vergleich zum 23er Modell, aber das ist eine Geschmackssache. Ja, das hat man auch schon mal ein Video gemacht, wo es wirklich nennt, ne? Genau, also, da gab es auch schon mal ein Video zu und Motor ist gleich geblieben, also am Ende auch ein richtig cooles Bike. 4.950 Euro als Competition und 4.450 Euro als Performance-Variante. Wenn ihr nächste Woche Glück habt, mal gucken, würde ich dich nochmal zu kontaktieren, wenn wir die 24er Modelle reinbekommen, genau. Dann machen wir ein Unboxing-Video. Mal schauen. So, das wäre halt echt mal geil und ja, ich glaube, da hätten auch alle mal richtig Lust drauf, dass ja, so genau, das neue 24er Modell kommt und ja, du bist der Einzige in ganz Deutschland, der es hat, oder? Ja, also die kommen direkt, also wir haben jetzt die erste Charge bekommen und ich würde euch da auch einen guten Preis machen, weil wie gesagt, wir haben jetzt noch eine ganze Reihe stehen und sind hier gerade in Umbaumaßnahmen, weil unser Laden wird umgebaut, die Schaufensterfront wird umgebaut, deswegen ist das hier alles noch abgeklebt und wir brauchen so ein bisschen Platz und haben noch was vor für die nächste Saison, aber das später noch mehr dazu. Ja, wollen wir zum Motorrad, ich meine, das ist bekannt, Competition mit gefräster Gabelbrücke, Performance-Modell mit gegossener Gabelbrücke und ja, da halt auch der Preisunterschied, 4.450 Euro hier, beim neuen Modell 5.150 Euro und ja, wie gesagt, auf den Listenpreis nochmal 600 Euro, Listenpreis sind 5.750 Euro, also ja, wir werden uns da schon einig. Wie gesagt, ein bisschen was haben wir stehen. Das Angebot gilt allerdings, wichtig, nur bis 31.12.2023. Also ihr müsst das noch dieses Jahr kaufen, weil das hat einen Hintergrund. Wir kriegen von Fantic ein bisschen was wieder zurückvergütet. Also wir kriegen von denen auch 250 Euro rückvergütet und natürlich mit dem Geld rechnen wir auch. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt so einen Hammerpreis hier raushauen. In der Saison können wir es leider nicht mehr machen, weil wir halt dann auch keine Vergütung mehr von Fantic bekommen. Ja. Okay, also wisst ihr alle Bescheid, für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk suchen. Da genau, steht es und Mama, Papa vorbeischicken und dann steht was unter dem Baum. Genau. Und wie ihr seht, Angst haben braucht er nicht. Hier sind noch genug da. Ja. Die ganze Reihe lang. Ja, geil. Und wobei sich das auch ausgedünnt hat, ne? Also ja, wir hatten das waren wir zwei oder drei rein. Die letzte Charge waren knapp 100 Stück oder 108 Stück, die wir geliefert bekommen haben. Da sind jetzt irgendwie von der letzten noch 30, 40 Stück da. Und ja, jetzt kommen nochmal so knapp 100 Stück, die jetzt nochmal in Vorlauf sind. Also es ist ein bisschen Material da. Sehr geil, aber die 24er, da müssen wir eine ja, mal echt auspacken. Da freue ich mich auch schon drauf, also das wird cool. Das Caballero auch kommt auch ein bisschen was Neues. Ja, jetzt würde ich sagen, machen wir gleich nochmal ein Video. Lustige Laden runter, also wenn ihr Bock drauf habt, dann gucken wir uns ein bisschen Gebrauchtmotorräder an und noch so ein bisschen Benzin-Talk. Jo. Ja, mal schauen. Können wir machen. Also wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und einen Kommentar da und von Sebastian die Firmenanschrift werde ich unten in der Beschreibung wieder reinmachen. Also bis zum nächsten Mal, bis dann. Ciao, ciao und tschüss.